Hallo, schön, dass ihr da seid. Hier ist Just Boating mit der Navigationsaufgabe Nummer 15. Und ihr werdet es kaum glauben, mit der letzten Navigationsaufgabe und mit diesem Video auch das letzte Video für den Sportbootführerschein C. Jetzt haben wir alle Fragen, alle Navigationsaufgaben, alles, was es zu klären gibt, abgefilmt. Das heißt, ihr seid jetzt komplett für die Prüfung vorbereitet. Ihr wisst wie immer, Materialempfehlungen in der Beschreibung zum Video. Ich hoffe, ihr habt bereits alles besorgt. Ansonsten mal reinklicken. Wenn es euch gefallen hat, die Videoserie, dann lasst bitte unbedingt ein Abo da. Lasst mir ein Like da. Wenn ihr mich unterstützen wollt, jetzt oben rechts auf die Registerkarte mal klicken. Und noch ein kurzer Hinweis für euch. Wenn ihr mal auf dem Kanal hier auf den Community-Button klickt, auf den Reiter, dann habe ich hier noch weitere Informationen für euch, auch für die kommenden Videos zum SRC und dergleichen. Klickt hier einfach mal vorbei, schaut rein, vielleicht ist was Interessantes dabei. Und dann lasst uns jetzt loslegen mit der Navigationsaufgabe 15. Die Ausgangssituation: Ein Sportboot läuft am 20.08.2011 von der Weser kommend in die Elbmündung. Die Aufgabe 1: Um 9 Uhr werden folgende Peilungen ermittelt: Leuchtturm Alte Weser 175 Grad, Leuchtturm Neuwerk, Magnetkompasspeilung 85 Grad. Die Ablenkung beträgt 5 Grad plus. Die Missweisung ist der Seekarte zu entnehmen. Wie lauten die richtweisenden Peilungen? Ja, das ist unser altbewährtes Schema. Ich habe es hier mal kurz und bündig ohne den Rechenweg jetzt separat nochmal zu zeigen. Wir haben die beiden Magnetkompasspeilungen aus der Aufgabe. Wir rechnen von oben nach unten, also mit den richtigen Vorzeichen, die Ablenkung 5 Grad aus der Aufgabe. Dann sind wir bei einer missweisenden Peilung von 180 bzw. von 90 Grad. Die Missweisung ist der Seekarte zu entnehmen. Unsere Missweisung haben wir wieder hier. Das sind 5 Minuten in westliche Richtung für das Jahr 2010. Da wir uns im Jahr 2011 befinden, müssen wir die 10 Minuten östliche Abweichung dazu addieren. Das heißt, wir sind dann, wenn wir 5 Minuten dazu nehmen, bei exakt 0 Grad und dann haben wir nochmal 5 Minuten dazu. Dann sind wir bei 5 Minuten östliche Abweichung. Das Ganze wird auf 0 abgerundet, relativ leicht zu rechnen, so dass unsere richtweisenden Peilungen und damit die Lösung für die Aufgabe 1 180 Grad bzw. 90 Grad betragen. Ja, damit die Aufgabe 1 auch schon zügig erledigt. Kommen wir zur Aufgabe Nummer 2. Tragen Sie die richtweisenden Peilungen in die Karte ein. Und dann schauen wir uns auch noch direkt die Aufgabe Nummer 3 dazu an. Geben Sie die ermittelte Position nach geografischer Breite und Länge an. Beide Aufgaben lösen wir jetzt direkt in der Seekarte und springen dazu direkt mal rüber. Ja, jetzt müssen wir die beiden rechtweisenden Peilungen in die Seekarte eintragen. Der Leuchtturm Alte Weser, den finden wir hier unten. Den Leuchtturm Neuwerk direkt hier drüben. Die Peilungen machen es uns jetzt relativ einfach. Wir haben den Leuchtturm Alte Weser bei 180 Grad gepeilt, das heißt, wir befinden uns direkt hier senkrecht über dem Leuchtturm. Den Leuchtturm Neuwerk haben wir um mit 90 Grad gepeilt, das heißt, wir befinden uns exakt hier, das heißt, unsere Position ist dann genau hier. Müssen wir jetzt nur noch die Koordinaten eintragen. Wir fangen mit dem Leuchtturm Alte Weser an, den haben wir bei 180 Grad gepeilt. Ja, dann fangen wir mit dem Leuchtturm Alte Weser an. Wir legen mal direkt hier unten am Kartenrand an, das ist ja auch eine komplett waagerechte Linie. Das heißt, wir haben hier unseren Leuchtturm, wir haben hier unsere Position. Jetzt müssen wir hier auf diese Höhe noch unseren Strich einzeichnen für die Position. Macht den Rücken ein bisschen größer, dass wir noch wirklich treffen. Und dann machen wir das gleiche nochmal hier für den Leuchtturm Neuwerk. Auch hier suchen wir uns jetzt wieder einen Längengrad, legen unser Kursdreieck exakt bündig an. Markieren einmal am Kartenrand für die Position und dann markieren wir einmal hier unsere Position, die wir dann in die Seekarte eintragen können. Somit haben wir unsere Position in der Seekarte und wir haben unsere Positionen am Kartenrand. Jetzt seht ihr natürlich, so sollte man es nicht machen, den Strich mal komplett versemmelt hier. Falls euch das passiert, dann einfach jetzt. Ich habe es zum Glück relativ bündig gemacht. Das heißt, wir haben hier unseren Ort beobachtet. Also passt hier bitte in der Prüfung auf, dass ihr den Strich exakt so zeichnet, dass ihr euch dann auch
beide Linien sich exakt treffen. Das ist der Ort beobachtet um 9 Uhr. Das schreiben wir auch daneben. Ja, damit haben wir die Aufgabe 2 und 3 festgelegt. Wir brauchen natürlich noch die Position. Wir nehmen erstmal die Position von unserem Breitengrad. Ihr seht, hier oben haben wir die 54, das heißt, hier unten haben wir die 53. Das heißt, das sind dann hier 53 Grad, 54 Minuten. Dann sind wir bei 2, 4, 6, 8, 9. Also bei 53 Grad, 54,9 Minuten Nord. Und hier sind wir bei, ihr seht, hier sind die, wir sind bei 8 Grad. Das heißt, hier vorne sind wir dann bei 8 Grad, 5, 6, 7,2, 4, 6,6 Minuten östliche Länge. Damit haben wir jetzt die Aufgabe 2 und 3 erledigt und schauen direkt zur Aufgabe 4 weiter. Ja, hier nochmal kurz zum Mitschreiben die Lösung für die Aufgabe 3. 53 Grad, 54,9 Minuten Nord und 8 Grad, 7,6 Minuten Ost. Und die Aufgabe 4 möchte von uns wissen, von dieser Position aus setzen Sie Kurs auf die Tonne 1 des Elbe-Fahrwassers. Wie lautet der rechtsweisende Kurs? Ja, den müssen wir gleich mal wieder aus der Karte ermitteln und springen direkt rüber in die Seekarte. Ja, den Kurs auf die Tonne 1 des Elbe-Fahrwassers absetzen. Die Tonne 1 finden wir hier oben. Das ist diese hier. Unsere Position ja hier unten. Das heißt, wir legen jetzt unser Dreieck wieder entsprechend an. Versucht gleich den Nullpunkt irgendwo entsprechend auf einen Längengrad oder in die Nähe zu bekommen, dass ihr nicht so weit parallel verschieben müsst. Dann haben wir hier oben den Tonnenpunkt einmal anlegen. Wir haben hier unten unsere Position anlegen. Da ziehen wir einmal eine schöne Gerade. Jetzt haben wir unsere Kurs angezeichnet. Mit dem Anlegedreieck verschieben wir jetzt unser Kursdreieck auf den Längengrad. So, dann haben wir jetzt hier den Längengrad anlegen. Wenn wir jetzt hier runter gehen, sind wir bei 30, hier sind wir bei 35, 36, bei 37 Grad. Also unser rechtweisender Kurs von unserer Position zur Tonne 1 sind 37 Grad. Damit haben wir auch schon die Aufgabe Nummer 4 erledigt und springen zur Aufgabe Nummer 5. Und in der Aufgabe Nummer 5, die Ablenkung beträgt minus 2 Grad, die Missweisung ist der Seekarte zu entnehmen. Wie lautet der Magnetkompasskurs? Hier haben wir wieder unser bekanntes Schema. Wir haben den rechtweisenden Kurs mit 37 Grad gerade aus der Seekarte entnommen. Die Missweisung beträgt 0 Grad. Die Missweisung haben wir in der Aufgabe vorher schon ermittelt. Das heißt, die 0 Grad können wir einfach übernehmen. Das heißt, der missweisende Kurs 37 Grad. Hier brauchen wir nichts rechnen. Und die Ablenkung sind minus 2 Grad. Da wir von unten nach oben rechnen, benötigen wir hier die umgekehrten Vorzeichen. Das heißt, 37 Grad plus 2 Grad ist dann 39 Grad. Und somit ist unser Magnetkompasskurs und die Lösung für die Aufgabe Nummer 5 39 Grad. Auch das geht mittlerweile zügig und ohne Probleme für euch, hoffe ich. Und dann schauen wir direkt weiter zur Aufgabe Nummer 6. Wie groß ist die Distanz zur Tonne 1? Das können wir wieder relativ einfach aus der Seekarte entnehmen. Ja, die Distanz zwischen unserem Standort und der Tonne 1, das machen wir ganz einfach wieder mit dem Zirkel. Wir nehmen die Distanz in den Zirkel, das war ein Volltreffer. Wir stechen in beide Punkte ein, das heißt, wir haben unsere Distanz, nehmen die wieder am linken oder rechten Kartenrand. Ich steche jetzt hier mal bei der 55 Grad ein. Das heißt, wir sind hier bei 54, das heißt, es sind 1, 2, 3, 4, 5. Und dann haben wir hier noch 2, 4, also 5,4 Minuten. Das sind dann entsprechend 5,4 Seemeilen. Und damit haben wir auch schon die Aufgabe Nummer 6 erledigt. Und hier nochmal die Lösung. 5,4 Seemeilen ist die richtige Antwort für die Aufgabe Nummer 6. Die Aufgabe 7. Nach 1,8 Seemeilen kreuzt Ihr Kurs eine Eintragung der Seekarte, die mit OBSTN beschriftet ist. Was bedeutet diese Eintragung der Seekarte? Bevor ich euch jetzt das Bild zeige und wir das besprechen, zeige ich euch mal ganz kurz in der Seekarte, wie man sowas in der Prüfung kurz richtig ermittelt, um auch wirklich die richtige Eintragung zu treffen oder zu finden. In der Aufgabe 7 sind wir gefragt nach der Bezeichnung Obst.
die nach ca. 1,8 Seemeilen in der Seekarte auftaucht. Um das jetzt mal genau zu machen, nehmen wir uns 1,8 Seemeilen in den Zirkel. Ich steche hier wieder ein. Das heißt, wir sind hier bei einer Seemeile zu 4, 6, 8. Das sind jetzt 1,8 Seemeilen. Wir stechen in unseren Standort ein und haben jetzt hier diese gesuchte Bezeichnung OBSTN. Und hier ist jetzt in der Aufgabe gefragt, was bedeutet dies? Ja, hier mal wieder ein Bild der entsprechenden Bezeichnung, dass Sie jetzt besser sehen können. Das ist hier also hier die Bezeichnung, die gesucht wird, oder die Eintragung, die gesucht wird. Und die Lösung ist ein Schifffahrtshindernis mit einer Kartentiefe von 9,7 Metern. Ihr seht hier die Angabe 9,7 Meter. Das Schifffahrtshindernis, das ist ja alles auf Englisch in den Seekarten, das heißt Obstruction ist hier die englische Bezeichnung dafür, deswegen auch diese Abkürzung. Ich zeige euch jetzt ganz kurz nochmal an der Karte 1INT, wie ihr sowas finden könnt, wenn ihr es nicht auswendig wisst, beziehungsweise wenn ihr auch andere Eintragungen der Seekarte mal sucht, in der Praxis, was das bedeutet, schaut immer in der Karte 1 bzw. INT 1 nach. Das gucken wir uns jetzt kurz mal zusammen an. Ja, und falls ihr euch nicht sicher seid, was diese Eintragung der Seekarte bedeutet, empfehle ich euch die Karte 1, INT 1. Das hier ein bisschen älteres Exemplar von 1996. Die Eintragungen sind aber noch die gleichen. Wir hatten hier jetzt die Eintragung OBSTN. Wie gesagt, wir haben englische Seekarten, deswegen müsst ihr auf den englischen Index gehen, nicht auf den deutschen Index. Wir gehen mal zum Buchstaben O. So, die Abkürzung ist jetzt hier nicht drin, aber das, was am nächsten kommt, ist das Thema Obstruction. Das seht ihr hier, ich habe es mal markiert. Die finden wir im Index IK 40 bis 48. Da springen wir jetzt mal hin. Hier seht ihr oben die Indexbezeichnung IK. Und wir haben hier auch wieder Obstructions. Jetzt suchen wir uns mal hier unten. Seht ihr jetzt diese Bezeichnung OBSTN. Hier seht ihr jetzt exakt beschrieben, was das Ganze bedeutet. Und wir haben hier auf alle Fälle mal ein, in Deutsch auch beschrieben, Schifffahrtshindernis. In diesem Fall mit Tiefe unbekannt. Und wenn wir uns jetzt noch mal kurz auf der Karte anschauen, gesucht ist bei uns dieses OBSTN, die Tiefe ist angekreist und hier unterstrichen. Das Ganze finden wir hier auch in der Karte wieder. Wir haben eine angekreiste Tiefe unterstrichen, das heißt Schifffahrtshindernis gegen die Tiefe bekannt, abgesucht mit Schleppgerät oder durch Taucher. Das bedeutet also, diese Eintragung der Seekarte müsst ihr jetzt in dieser Form nicht wissen. Hier reicht als Antwort wirklich Schifffahrtshindernis mit einer Kartentiefe von 9,7 Metern. Aber falls ihr die genaue Information braucht, findet ihr das in der Karte INT1. Wer sie noch nicht hat, ich würde sie euch wirklich empfehlen zu kaufen. Kostet nicht viel, ich glaube so 10, 12 Euro. Link ist in der Beschreibung zum Video. Würde mich freuen, wenn ihr über diesen Link bestellt. Und dann schauen wir direkt weiter zur nächsten Aufgabe. Und die Aufgabe 8 möchte von uns wissen, beschreiben Sie Farbe, Kennung und Topzeichen der Tonne 1 des LB-Fahrwassers. Wie immer hier ein Bild davon, die Tonne 1, das war unser Ziel, auf das wir den Kurs abgesteckt haben. Das hier ist also die Tonne 1. Und die Lösung, die Farbe ist grün, ihr erkennt es an dem großen G, beziehungsweise hier auch an der angezeigten Farbe des Feuers, G für Green. Kennung, grünes Funkelfeuer, ihr seht hier Quick Green. Und das Topzeichen ist ein grüner Kegel, wenn die Tonne grün ist, ist das Topzeichen auch grün. Und hier am Topzeichen seht ihr eben, dass es ein Kegel ist. Ja, wie gesagt, passt bitte mal auf, dass ihr alle drei Kennungen beschreibt, auch wenn kein Topzeichen vorhanden ist, schreibt hin, dass es kein Topzeichen gibt, dass ihr hier die volle Punktzahl bekommt. Ihr müsst immer alle drei Punkte beschreiben. Ja, das schon zur Aufgabe 8 und dann kommen wir direkt zur letzten Aufgabe. Die Revierzentrale Cuxhaven Elbe Traffic meldet drei über Bord gefallene Container in Position 53 Grad 59,6 Minuten Nord und 8 Grad 23,2 Minuten Ost. Tragen Sie die Position in die Seekarte ein. Ja, dann machen wir das doch mal zum Schluss. Ja, und als letzte Aufgabe dürfen wir dann noch die Position der über Bord gefallenen Container ermitteln und eingetragen. Die Positionen sind ja 53 Grad, 59,6 Minuten Nord. Die suchen wir uns mal, die sind hier oben bei 54. Das heißt, wir haben 59,6 ist dann hier diese Position.
Und wir haben die weitere Position 8 Grad zu 23,2 Minuten Ost. Das heißt, wir sind hier bei 20,1 zu 23,2. Das haben wir dann hier die Position. Die tragen wir jetzt mal in die Seekarte an. Passt hier wieder auf, dass euer Lineal exakt bündig auf den jeweiligen Längen- oder Breitengraden liegt. Und diesmal ziehen wir die Linie so, dass es passt. Und dann haben wir hier die Position unserer Container. Und damit habe ich auch die Aufgabe 9 schon erledigt. Wie gesagt, dass ihr solche Gefahrenmeldungen über die Revierzentrale bekommen könnt, braucht ihr ein Funkgerät an Bord. Und um das Funkgerät betreiben zu dürfen in deutschen Gewässern als Schiffsführer, braucht ihr ein Funkzeugnis, das SRC. Und mit dem SRC, das passt wie die Faust aufs Auge, geht es auch in den nächsten Videoserie weiter. Das heißt, wenn ihr dran bleibt und weitermacht, dann bekommt ihr alle Informationen rund um den SRC, sowohl Theorie als auch Praxis. Deswegen drückt bitte auf den Abo-Button, wenn noch nicht passiert, und folgt mir dann einfach bei der nächsten Videoserie für das Short-Range-Zertifikat, also das Funkzeugnis, welches ihr als Schiffsführer benötigt, wenn ihr ein Funkgerät an Bord habt. Ja, das war's mit der Aufgabe Nummer 9. Wir schauen mal kurz zurück auf die Zusammenfassung. Und dann sind wir hier fertig mit dem SBFC Theorieunterricht. Und hier nochmal alle Lösungen zum Mitschreiben für die Navigationsaufgabe 15. Und damit auch das letzte Lösungsblatt. Mir bleibt wie immer nur zu sagen, viel Spaß und Erfolg beim Lernen und natürlich bei der Prüfung. Ich hoffe, die Serie hat euch gefallen. Dann lasst bitte ein Abo da, drückt auf Like. Wenn ihr noch Fragen, Wünsche, Anregungen habt, einfach in die Kommentare. Empfehlt mich weiter und an alle von euch nochmal ein riesengroßes Dankeschön für die Unterstützung und für die ganzen Abos, die ich bisher bekommen habe. Ich hoffe, wir sehen uns bei der nächsten Videoserie zum Funkzeugnis, zum SRC. Würde mich freuen. Bis dahin, macht's gut. Alles Gute, euer Tim.